Wir lesen Black Hole bei Advance Wars 2, unserem letzten Zielkontinent. Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Die anderen vier Kontinente, die sich relativ friedlich verhalten haben die ganzen Jahre über, sind endlich befreit worden. Black Hole ist zu seinem Stützpunkt zurückvertrieben worden und ja, haben sie noch etwas in der Hinterhand? Wir schauen einfach mal. Zerstört die Black Hole Gefechtsstation. Wir dürfen uns die Kommandanten auswählen und wir müssen gegen Sturm catchen. Ich habe euch schon mal die... Da habe ich euch doch gezeigt, die Karte, ne? Ach du meine Güte. So, und je nachdem, erzähle ich euch einfach schon mal, je nachdem, welchen Kommandanten wir jetzt auswählen. Den ersten, den wir auswählen, der wird in der Mitte sein. Den zweiten, den wir auswählen, der ist links. Und der dritte ist rechts. Also die Farben spielen gar keine Rolle da. Also in der Mitte kann auch ein gelber sein. Ja, je nachdem, wie man halt die Reihenfolge wählt. So, ach du Scheiße, ey. Sturm höchstpersönlich, der Anführer, der Putscher. Ja, oh mein Gott. Ich bin so gespannt. Da wird jetzt übel. Kommandant Sturm, das feindliche Heer ist... Ist also eingetroffen. Ich zerwalme Sie, Kommandant. Sturm, lassen Sie mich machen. Helmut ist ein Versager, Kommandant Sturm. Überlassen Sie mir das Kommando. Ich habe das Kommando. Wie meinen? Ich will mich selbst von der offenbaren Stärke des Feindes überzeugen. Ihr zwei Unseligen erstattet Berichte an der Abschussrampe und assistiert Cat. Verstehe. Jawohl, Kommandant. Endlich sind sie weg. Diese geistlosen Trottel haben sich das als vollkommen nutzlos erwiesen. Wenn ich hier fertig bin, werde ich geeignete Maßnahmen ergreifen. Alter, voll übel. So, wir wählen unsere Kommandanten. Oh Gott, ey, Leute, jetzt echt... Also die Mission, ja, 6 Sterne, ich bin gespannt. Ich setze mal auf Power diesmal. Ich nehme in der Mitte soll sein Max, das ist okay. Links außen habe ich eigentlich immer gerne Kit genommen, weil der so ein mega krasser Fernangreifer ist und ich glaube, ich behalte das auch dabei. Ja, da haben wir halt wieder mal, wie schon mal war, Max als Direkten und Kit als als Indirekten. Und ja, ich nehme auch wieder Kit. So, jetzt, ich hatte natürlich hier noch ganz die Yellow Comet zur Auswahl, aber ich nehme dann... Ja, Eagle ist natürlich mit seiner Gabe super geil, allerdings weiß ich noch, es gibt da nur einen Flughafen auf seiner Seite. Ja, und ich glaube deswegen, weil man auch mehr mit Bodentrupp arbeiten sollte, nämlich Jazz. Oder Jazz. Ja, weil die ist nämlich cooler und den kann ich nämlich auch, abgesehen von Kit, kann ich die Tarnpanzer raushauen, die wir uns mühselig erarbeitet haben. Max und Jazz können die Tarnpanzer dann in voller Kraft benutzen, weil die auch dadurch stärker sind. Außer Kit halt, aber der macht halt schön Fernangreifen. Und ja, das müsste, ja, es gibt nur einen Flughafen. Ich nehme mal Jazz mit, die ist cool. So, los geht's. Voll fett, Mann. Oh Mann, ey. Du, 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 du. Heißes Gefecht. Mission 33. Alter, voll übel. So viele Parts haben wir für Advance Wars 1 gebraucht. Na, okay. Okay. Ach du meine Güte. Da wären wir endlich. Die Black Hole Gefechtsstation. Gefechtsstation hin oder her. Ich weiß nur, dass hier alles Raubgut aus Orange Star hergesandt wurde. Das bestätigen unsere Alliierten. Das heißt ja, wenn wir sie besetzen, bekommen wir unser ganzes Geld zurück, Mann. Geil. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wie meinst du das, Nell? Dass alles hierher geschickt wurde, heißt nicht, dass es immer noch hier ist. Also das heißen, die Sachen wurden an einen anderen Ort gebracht? Wie kommst du auf den Gedanken? Na, ihr habt das sicher nicht aus Jux und Tollerei zusammengestohlen. Sie haben sicher einen Plan und unser Zeug wurde wahrscheinlich dorthin gebracht, wo sie es brauchen. Klingt das plausibel, Nell? Kit, du hast vollkommen recht. Wir müssen also unbedingt herausfinden, was sie wirklich vorhaben. Wie auch immer, wir müssen auf jeden Fall angreifen. Je länger wir warten, desto stärker wird ihre Abwehr. Unser Hauptziel? Unsere Direktive lautet Zerstörung der 3 schwarzen Geschütze. Nur die Geschütze? Bist du da wirklich sicher, Sonja? Erst wenn sie weg sind, können wir den Gegner ungestört attackieren. Ohne den Schutz dieser Waffen werden sie verunsichert zurückweichen. Ah, und wenn sie das tun, wissen wir, ob das wirklich ihr Hauptquartier ist oder nicht. Ich verstehe. Das ist brillant, Kommandant Sonja. Also, ich weiß ja nicht. Unbestreitbar sind hier Distanzwaffen unsere beste Chance. Die alles andere entscheidende Frage ist dann die Kommandantenauswahl. Außerdem müssen wir das Feuer der schwarzen Geschütze meiden. Okay, legen wir los. Alles klar, Leute. Tag 1. Wir starten mit nichts. Der Gegner hat ganz viel, aber er kann nichts bauen. Er hat hier auch, ach du Scheiße, ey. Alles voll. So, und wenn ich nicht alles täuscht, können wir uns hier Zeit lassen. Ihr seht ja, der ist ja komplett eingesperrt von Pipelines, aber ja auch bewacht von allen möglichen Scheiß, ey. Ja, aber, soviel ich weiß, bricht er nicht von selbst hier durch.
Ja, wir können jetzt also richtig eine fette Armee aufbauen, ehe wir dann selber hier attackieren. Okay, und das hier, oh Mann, das ballert hier richtig schön auf die Häuser rauf. Ach du meine Güte. Und der hier, boah, okay. Also wir sollten als erstes die Verteidigungslinie, die Dinger hier ausschalten. Aber okay, wir bauen erstmal. Max, darf ich bitten? So, ist gut. Nee, ich spare erstmal lieber. Um gleich einen dicken Titanpanzer rauszuholen. Inzwischen Kid, der Gechillte. Ach Mann, ey. So, hier muss man echt aufpassen. Die Dinger können mich total weit ballern. Hier, das Ding zum Beispiel nimmt hier alles komplett in Anspruch. Können wir erstmal völlig vergessen. Außer wir sind scharf darauf, immer nur mit einem einzunehmen. So, und das hier genauso. Obwohl man natürlich eine Infanterieeinheit hier hinstellen könnte. Ja. Und dann, die Schütze ballern ja immer die stärkste Einheit ab. Und dann stellt man einfach noch einen Jagdpanzer da hoch in die Reichweite oder so. Dann ballert er lieber den ab. Aber okay, das war's. Wir können ja erstmal überhaupt nicht viel machen. So, Kid, Jess ist dran. Hier meine ich, der hätte Eagle, hätte bloß einen Flughafen. Allgemein hätte jeder bloß einen Flughafen. So, zack. Nee, achso, Kid hat gar keinen Flughafen. Fies, Mann, ey, ist das nicht fies, Mann. So, und jetzt Sturm, Alter. Zum ersten Mal. Na, psu. Mann, oh Mann. Zwei Laser, voll gemein. Guckt euch mal seine Gabe an. Er hat nur eine Gabe. Sie ist nicht unterteilt in Gabe und Spezialgabe. Aber lesen wir uns am besten erstmal seine Akte durch. Aber seht ihr, wir müssen erstmal nur mit den äußeren Dingern hier klarkommen. Sonst macht er nichts. Also, unsere sind ja alle klar. Sturm! Alter, der hat sich aber verändert. Oberbefehlshaber von Black Hole. Mysteriöser Invasor aus einer anderen Welt. Was soll das heißen? Aus einer anderen Welt? Ob die Japaner das ernst meinen, dass das Herr Böse ist, ja? Soll das echt Hitler sein? Keine Ahnung, Mann. Auf jeden Fall, die Japaner nennen ihn ja gerne Herr Böse. Ja, fein Invasionen. Nein, Frieden. So Quatsch, ey. Ich hasse Frieden. Ich mag's nicht, wenn es friedlich ist. Ja, er ist auch so einer, der will die Welt einfach nur brennen sehen. So, überlegene Feuerkraft aller Truppen. Wegkosten sind auf jedem Gelände gleich. Schwach bei Schnee. Ey, seine einzige Schwäche ist Schnee. Und wir haben Olaf nicht dabei, aber der war hier auch ein bisschen... Schnee würde ja auch uns behindern. Also ein 1 gegen 1 wäre natürlich Olaf übelst geil, aber so nicht. So, seine Gabe, er hat nur eine. Sturm konzentriert all seine Energie auf seine Spezialgabe, die so gewaltig ist, dass er keine normale Kommandantengabe braucht. Dass er keine normale Kommandantengabe braucht. Okay, also, zack, und deswegen die Spezialgabe Meteoritenregen. Ein gigantischer Meteor schlägt ein und fügt getroffenen Einheiten 8 Trefferpunkten Schaden zu. Eigene Feuerkraft und Defensivwerte steigen. Ist klar, Alter. Das war ja auch schon bei Advance Wars 1 so. Ich glaube, da hat er mit Rüd aber nicht 8 Trefferpunkte Schaden gemacht. Ich glaube 7, ne? Okay, haben sie einfach mal eben weitergemacht und so. So, guckt euch das an. Ey, das ist doch unfassbar. Unfassbar fies. Warte mal, wie sieht es bei uns aus? Hier mal der direkte Vergleich mit Chess. Sie ist auch nicht wirklich viel stärker. Kid. Okay, Kids Fernangreifer sind genauso stark wie seine. Und Max. Max ist auch genauso stark wie er. Mit seinen Direktern. Alles klar, ich glaube, wir haben eine gute Auswahl getroffen. Oh Gottes Willen, Sturm, ey. So, ein fetter Arsch. So, dann nehme ich erstmal die beiden äußeren Basen ein. Unbedingt. So, und kann sogar schon einen Kampfpanzer bauen, das mache ich auch. Weil wisst ihr was, ich fahre jetzt einfach, ganz einfach, den Kampfpanzer so weit ran wie möglich bis hier und baller dann einfach einen ab. So, weil ich kann dann immer wieder zurückfahren und mich heilen. Und die Zeit habe ich ja. Ich weiß zwar nicht, wie weit das die Wertung denn beeinträchtigt, ja, also von wegen, ja, sie haben sich zu lange Zeit gelassen. Sind sie denn von allen guten Geistern verlassen oder was? So, hier haben wir natürlich jetzt ein großes Problem. Ich würde gerne halt ein Landeboot bauen und da rüber schippern, aber... Mit dem Ding hier kann ich's vergessen. Geh ich erstmal dahin. So, dann alles ruhig, alles Zeit lassen. Hier einen Raketenwerfer hinbauen. Der könnte dann erstmal doch ganz gut sein. So, auf Kid wird ohnehin auf sau viele Raketenwerfer gesetzt. So, Jazz. So, Jazz hat Bock auf Jazz, Mann. Yo. So. So, ansonsten kann sie auch nicht wirklich was machen. Dann spare ich mit ihr für auch was ganz Fettet. Okay, hier kommen auch die ganzen Schiffe an, aber die können ja nichts wirklich machen. Ich warte einfach mal. Inzwischen, Alter. Oh. Ich habe jetzt aber nicht daneben, oder?
Was zum Zu? Er kommt nur mit den Dingern näher. Soll er ruhig machen. Wir kriegen jetzt schon alles noch. Ich glaube, bei der Advanced-Kampagne ist es richtig scheiße. Weil dann kommt der nämlich von selber hier durch und ballert sich seinen eigenen Weg frei. Das ist übel. Und wir fangen trotzdem mit den gleichen schwachen Leuten hier an. So, was ist denn jetzt hier? Und das dauert so lange. Was soll das denn werden, Mann? So, dann kommt mal her. So, und hier würde ich halt gerne in der nächsten Runde ordentlich raufballern. Oder auch mit dem Bomber. Ist natürlich auch sehr geil. Deswegen spare ich, glaube ich, mal für den Bomber. So ein bisschen jedenfalls. Das kann man nicht wirklich als Sparen bezeichnen. Gut, reicht. Reicht. Wir haben Zeit. Er kommt nur von außen. Und das wird ihm aber nichts bringen. So, ich kann hier voll weit ballern. Ich frage mich ja, wie weit er hier noch hin will. So, die anderen machen sich mal langsam, aber sicher auf den Weg. So, und du kommst auch mal. Dam, dadam, badam, bam. So ein TTP für alle Fälle. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Die Punkte sind mir jetzt auch wirklich egal. So, soll ich mal einen Bomber bauen? Ah, nee. Nee, der wird sofort abgeschossen. Dann doch lieber einen Raketenwerfer mit ihr. Oder einen Titanpanzer. Ja, warte mal, was kann denn der hier? Kann der wirklich weit gefährlich werden? Kann der gefährlich werden? Naja. Ja, Raketenwerfer baue ich den erstmal, um ihn abzuschrecken. Ist ja okay. TDP noch dazu. Okay, alles klar. Aufpassen. Laser-Phaser-Schuss. Oh yeah. So. Sturm kann nichts machen. Seine Gabe steigt nicht. Er dümpelt da im Wasser rum. Wow. Okay. Komm doch her, Mann. Du Oller, sag mal. Okay, ja. Gut. Und die beiden Roten nehmen halt jetzt echt nochmal für Max zwei Festungen ein. Dann haben die, glaube ich, ein bisschen mehr. Dann dürfte er, glaube ich... Ja, die anderen haben alle drei Festungen. Basen, obwohl sie könnte auch noch eine vierte kriegen. Und er auch noch. Ja, doch, das ist alle trotzdem noch fair aufgeteilt. So. Und dann mal gucken, wie sieht's aus? Alter, doch so wenig. Verdammt, Mann. Ah, dann treffen alle beide, ne? Der ballert der einmal rauf, der ballert einmal rauf. Ja. Dann wird's wohl doch eher ein Bomber. Der kann gleich mal so hoch fliegen, okay? Ja, hier einnehmen wir auch erstmal ein bisschen Quatsch. So. Max braucht ja, sagt ja, keine Sorgen zu machen. Bloß hier kommt der Sack jetzt immer näher. Das ist gar nicht cool. So, soll ich mich einfach mal treffen lassen? Ich weiß nicht. Obwohl, wenn ich mich einfach mal kurz dahin stelle. Ich glaube, ich weiß, was da vorhat. Der will sich immer in den Hafen stellen. Damit er dann nichts, damit ich dann nicht mehr bauen kann. Aber das kann er vergessen. Hier geht der Laser lang. Schön die Straße lang. So, okay, ich kann auch einen hier hinstellen, aber. Naja. Ich muss warten. So, inzwischen Jazz hat auch eine neue Basis. Da freut sie sich bestimmt ganz, ganz dolle drüber. So, dann steig mal ein. So, was kann ich denn noch mit ihr bauen? Ja, Flugzeug ist ein bisschen blöd. So. Okay. Ja. Und warten ist ein bisschen. Ja, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber. Ich will vorsichtig sein. Ich will nicht allzu viel verlieren. Autsch! Verdammt! Alter, ist der Typ stark. Habt ihr das gesehen? Einfach so abgeballert. Okay. Maxchen. Yeah, du hast zwei neue Basen. So, wie viel macht denn jetzt dein Olaf Flieger hier Schaden? Sehr schön! So will ich das haben. So. Ich gehe jetzt einfach mal jetzt auf die Offensive. Ist ja wohl klar, Mann. So, weil die wollen hier einnehmen. Und ich glaube, ich könnte... Nee. Nee, wenn der noch da ist, kann ich noch nicht einnehmen. Ja, die werden jetzt zwar voll auf meine Dinger hier ballern, aber dann fahre ich sie halt einfach zurück und heile sie wieder. Sollte kein Problem sein. Ach, ich warte mal auf den Titanpanzer, aber... So, Mann. So, das kann ich aber bestimmt ja was reißen, oder? Jawohl. Wisst mal hier. Oh, 81 Schaden. Jo, ihr müsst euch vorstellen, der Typ, ey.
Sturm ist überall so stark. Jede seiner verdammten Einheiten ist so stark. So, denn auch den gleich abballern. Alle mal hier schön schwächen. Boom! Dann könnte man nämlich vielleicht auch mal irgendwie was Geiles hier bauen. Sowas zum Beispiel, ne? Ja, dann park mal hier, fahr mal hier rein. Duration. Okay, alles klar. Ja, das hier soll alles noch für Kit sein. Wird aber ein bisschen dauern, eher dahin kommt, wa? Und dann ist natürlich mit Kit die Strategie, dass ich irgendwann halt ein Schlachtschiff habe. Und das dann hier hinstellen kann und der ballert dann alles. Also bis hier auf jeden Fall. Das Geschütz, der Laser. Alles abgeballert. Badabam, badam, badam. So. Inzwischen, die kleine Jess hat die hier gut weggelockt. Finde ich ja klasse von ihr. Ja, wo ist was jetzt? Jetzt stehen die hier blöd rum. Toll. Okay, dann hau du mal ab. Weiß ich wohin. Und wir bauen hier einen dicken Titanpanzer, Alter. Das wird gut, Mann. Ja, und sie soll denn auch hier dafür sorgen, dass das hier kaputt gemacht wird. Alles kaputt bashen. So, ich hau einfach mal ab. Ui. Ich hau ab, Mann. Oh, oh yeah. Ja, ein Flugzeug wäre echt geil, aber... Ach, ist das so blöd? Na, mal gucken. Alles klar. Seht ihr, das war schon mal ein fetter Verlust. Muss also wieder zurückgeflogen. Alter, das gibt's doch nicht. Voll weggetaucht. Die tauchen alle ab, warum? Alter, der hat schon 3 Sterne voll. Ach man, Leute, ey. Also eine Gabe, die wird so oder so reinhauen. So. Zurück bitte. So, kann der noch irgendwas machen hier? Reißt der noch irgendwas? Alter, trotzdem 11 Schaden noch. Geil. Bams. So, das Ding ist dann down. Der zweite. So, dann alles schon mal hier hinstellen. Die sollen ja gleich einnehmen. Titanpanzer. Der wird dann einfach hier hochfahren und den wegballern. So, okay. Ja. Und dann halt langsam mal anfangen, so ein bisschen Kleinkram zu bauen. So. Oh, geil, Alter. Ich kann sein Schlachtschiff angreifen. Warum macht er das denn? Ja, aber Leute, ich will gar nicht wissen, wie die Advance-Kampagne ist. Ich weiß, ich habe glaube ich schon erzählt, ne? Bei Advance Wars 1 habe ich die Advance-Kampagne nie geschafft oder bin an einem Yellow-Komet-Kontinentinsel da, bin ich hängen geblieben. Und hier bin ich irgendwo, glaube ich, bei Blue Moon schon hängen geblieben. Das ist so übel schwer, Mann. So, das Ding ist natürlich Oberscheiße hier. Wie soll ich das machen, ey? Aber okay. Nee, dann ballert der hier auch rum und die alle am Ballern. Ich baue mal ein U-Boot, wa? Yeah. So, ja, muss mal sein. So ein kleines Scheißding. Und dann wird mit Kit nur noch gespart. Wir müssen sparen. So, Jess inzwischen. So, die kann ja mit allen einen ganzen Schritt weiterfahren, ey. So, geil. Oh, der stand... Oh, nein! Verdammt! Oh, es halt... Sorry. Ja, es tut mir leid. So, ich würde halt gerne hier... Naja. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Tschüss! Bam, 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 bam. Was soll ich jetzt so tun? Ja, die warten ja eigentlich alle nur. Hier wird nur gewartet und gewartet. Inzwischen der Dicke greift weiter an. Du kannst mich nicht so töten. Verdammten Laser, ey, die muss ich auch loswerden. Sobald ich aber, ich glaube, sobald ich halt wirklich ein Loch geschossen habe in eine dieser Pipelines, dann kommen die aber auch. Dann kommen die da an die Fahnen. Also sollte ich mir gut überlegen, wann ich die Schotten aufbreche. So, okay. Also der kann noch auf alle hier raufballern, aber gleich nicht mehr. Warte, nur 90? Fies. Wartet mal. Dann muss der hier hin. Der zieht 11 ab. Okay, und der hat noch 9. Das schafft er, ne? Oh, 6? Das gibt's nicht. Okay, warte, dann halt. Dann muss es so sein. Wärms. So. Und dann halt, zack. Cool, jetzt kann ich die hier einnehmen. Oh, mein Helikopter vielleicht. Ah, der kommt auch nicht so weit. Schade. Schade, schade. Bams. So, hier kann überall noch aufgeschossen werden. Muss ich aufpassen. Oh, das tut mir leid. So, der kann aber, hoffentlich schafft sie das jetzt. Aber sie ist ja nicht so stark. Sie ist ja nicht mal so stark wie Max. Da. Ja, was bauen wir denn jetzt noch? Wir haben nichts wirklich was zum Bauen.
doch ein Kampfheli, weil die erste Vorhut hier, das sind ja die schwachen Typen hier. Okay, okay. Jo. Inzwischen der ultimative Chiller. Der hat jetzt schon Chiller? Nein. Alles ist doch cool, Mann. 46, krieg down. Jo. Bams. Alles geil, yeah. So, dadurch hat er bestimmt seine Special-Gabe voll. Ist ja klar. So, okay, U-Boot. Gegen U-Boot. Vor allem, dass der auch noch bessere Defensivwerte hat. Voll gemein. Und die noch durch seine Gabe verstärkt werden und alles. So, der Laser, ja, der kann so ballern. Ich kann, warte mal, ich könnte bis hier fahren. Kommt mein... Naja. Nee, nur durch Special-Gabe. Durch Special-Gabe würde ich sogar den Laser erreichen. Ich glaube, dann lasse ich den auch gleich mal hier. So, wisst ihr was, ich mache einfach mal hier so. Der wird nämlich sowieso meinen Titanpanzer hier mit dem Schuss hier angreifen. Oder halt den hier. So, und jetzt wird mit Kit gespart für ein Schlachtschiff. So, Jazz. Mach mal ein bisschen Jazz hier. So, ja, du musst dich heilen. Warte mal, ich kann doch bestimmt... Ja, okay. Also, zack. So, und haben wir Glück? No Banner. Sie ist wirklich schwächer. Aber sei es drum. So, ich habe keine Ahnung, was der jetzt mit seinen Schiffen machen will. So, ein Schwackel. So, ich baue mal einfach hier so ein Ding. Auch schon mal Kleinkram mit ihr? Ja, aber... So. Bevor ich sowieso durch die Mauer bashe, müssen alle sich wieder heilen. Das könnte natürlich ganz lange dauern, aber yeah. So, dann kann schon mal versucht werden, einzunehmen. Ganz mit Kit natürlich. Sollte der Part ist aber vorbei. Wenn er fertig hier gelasert hat, dann beende ich meinen Zug. Der macht dann seine Special-Gabe bald, ey. Das gibt's doch nicht. Okay, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, wie lange das dauert, aber ob wir denn schon so eine Armee haben, dass wir durchballern können. Tschüss, Mann!